Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Game, das es eigentlich schon viel, viel länger gibt. Das war mal War Z und heißt jetzt Investation, Verseuchung. Und wir spielen die Überlebenden-Geschichten, die Survivor-Stories. Ich habe mal einen Charakter erstellt und habe da schon mal ein bisschen gezockt. Wie ihr seht, ist die Gute schon verwundet, Julia umsonst, weil sie wird wahrscheinlich auch umsonst sterben. Ja, das Game hat, glaube ich, ein Donatorsystem. Zum Beispiel kann man hier auf den Marktplatz gehen und sich Zeugs kaufen. Ich habe mir jetzt 181 Dollar erworben durch Zombies. Also ich habe ein paar abgeknallt und dann so ein bisschen Geld gekriegt. Aber wie man sieht, im Verhältnis 2160 Dollar oder was es sein soll, bekommt man dann hier so schöne Sachen, die man kaufen kann. Das sind jetzt hier Magazine und ich will euch das mal so ein bisschen zeigen. Ich weiß nicht, ob sich das so wirklich lohnt zu spielen, weil es echt, glaube ich, auch teuer ist, das Zeugs hier zu kaufen. Ansonsten finde ich das ziemlich gut. Man kann Gruppen erstellen, also zu viert oder zu fünft losziehen. Ich wurde auch schon mal eingeladen, habe die Leute aber leider nicht gesehen. Die haben mich dann gekickt. War auch nicht so schlimm, weil ich wollte mir das Spiel auch selbst mal so ein bisschen anschauen. Man kann halt, es gibt ein, wie heißt es schon, so ein Save Point. Da kann man dann Waffen kaufen. Dafür braucht man aber Kohle. Oder man geht zum Beispiel in einen verseuchten Bereich, so wie im Hintergrund da dieser Bus, den man sieht, hier diesen. Ist ja kein VW-Bus, das ist so ein Campingbus und so Sachen, da kann man reingehen und sich so Zeugs looten. Aber da man aber so einen kleinen Rucksack hat, kann man nicht viel mitnehmen. Und man stirbt auch sehr schnell. Und dann ist alles weg. Aber wenn man dann halt gestorben ist, man ist nicht allzu weit entfernt von dem Punkt, an dem man verreckt ist und von den Zombies aufgefressen wurde. So, die junge Dame hat nur noch 16%. Ich habe mir gedacht, die ist verwundet. So Zeugs habe ich auch gefunden. Dann gibt es ja noch so einen Talentbaum. Ich weiß gar nicht, wie der funktioniert. Ich habe jetzt hier, glaube ich, 100 XP brauche ich. Und ich habe 155 XP, weil ich gerade mal ein paar Zombies getötet habe. Das ist irgendwie interessant, aber auch wirklich schwer zu spielen, finde ich jetzt persönlich. Ich verteile jetzt hier mal das einfach. Lern Skill. So. Keine Ahnung. Jetzt gehe ich mal zurück. Hab jetzt meine XPs verballert und werde jetzt mal das Spiel betreten. Such mir dafür einen Server aus. Ich war jetzt hier auf dem offiziellen Server. Schnelleintritt. Mal gucken. Server suchen. Hab mir den erstbesten auch genommen, das braucht ein bisschen, muss ein bisschen laden. Ich schaue mir so Spiele auch gerne immer also ein bisschen an und spiele und lass mich sterben und guck und wie reagieren die Zombies und so. Joa, das mache ich halt. So sieht das aus. Na komm schon, lad mal. Zombies, laden. Dauert einen Moment. Entschuldigung, dauert. Ja, wir töten Verseuchte und wir spielen die Geschichte von den Überlebenden. Ich bin die Julia. Warum ich Julia bin, weiß nicht. Was das Julia ist. Oh, es ist Nacht. Ja, schön. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Na gut, das ist jetzt hier so der Safe Point. Also die Sicherheitszone. Da kann mir nichts passieren, keine Zombies und da kann mich keiner angreifen. So ein paar Sachen habe ich hier schon gefunden. Ich habe hier zum Beispiel eine Nagelpistole, die ist ziemlich gut, denn damit kann man die Zombies in den Kopf schießen und man lockt keine anderen Zombies unbedingt an. Dem Schlagring, ja, damit kann man die ordentlich verprügeln, das geht eigentlich auch ganz gut. Das ist hier zum Schutz hier, das Ding hier. MTV Vault. Limited Edition der MTV Schutzsysteme. Schutzweste mit Waldmuster und Level 2 Schutz. Hat jetzt noch 94,12%. Joa.
Wo war ich denn hier drin? Es ist aber sehr dunkel hier. Hier gibt's Zeugs. Da ist noch. Hä? Ja, da ist ein Rucksack. Wäre schön, wenn ich den nehmen könnte. Leider habe ich jetzt keine Taschenlampe. Ich war doch hier drin. Mist, ich habe nicht damit gerechnet, dass es jetzt Nacht ist. Musste das jetzt sein? Aber so, und die Dame hier, wie ihr seht, die blutet. Und links, ich werde hier bald verrecken. Und verhungern. Und verdursten. Und alles. Ich hoffe hier drinne, weil dann kann ich mein Zeugs nehmen. Komm, stirb. Stirb schon. Ich kann auch nicht schießen hier. Ich versuche hier mal zu ballern. Aber geht nicht. Funktioniert nicht. Es ist zu dunkel hier. Jetzt wollte ich euch das mal zeigen. Und es ist dreckigerweise viel zu dunkel. Ja, dann beende ich jetzt erstmal die Aufnahme hier, weil es bringt nichts. Seht ihr ja gar nichts. Und wir sehen uns dann wieder, wenn es hier ein bisschen heller ist. Vielleicht bin ich dann auch schon gestorben und habe meinen Charakter wiedergefunden und mein Zeugs. Also, dann verabschiede ich mich erstmal. Bis zur nächsten Folge. Euer Yugi. Geht gleich weiter.